So, herzlich willkommen zu einem neuen War Thunder, diesmal ein Video. Ja, ich will jetzt, ihr seht da, ich habe schon drei Leute abgeschossen und auch eine Abschusshilfe gemacht. Das war mit dem KV-1. Den habe ich ein bisschen getestet und ich finde, der ist jetzt mittlerweile so ein Müll, kann ich sagen. Also zwei davon waren fast AFK, die haben mich nicht mehr bemerkt. Der dritte, den habe ich im Kampf verlegt. Und ich sag mal, das ist einfach, Herr Jutus, ja, war nicht so geil mehr. Gut, dann das letzte mit dem T-53 ist hier, das fand ich sehr geil, was da noch passiert ist, das wollte ich euch zeigen, der Anfang von KV, der war es nicht wirklich wert, sehe so, es war scheiße. Ja, ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ich bin jetzt hier reingefallen, um den Beschuss von der linken Seite zu entgehen. Da kommt ja einiges so ein Stück war weg, jetzt kommt der AB noch da vorne. Den ist überlegt. Ein schöner Sturm von T2, wie ordentlich Muni von mir da unten ging. Ah, dann war es ordentlich mit dem Geschehen. Der war ordentlich. So, links da ein neuer Sturmpanzer. Habe ich natürlich erstmal für NATOs, weil natürlich erstmal die Stärke Bedrohung war. Deswegen bin ich natürlich auch vorgefahren, dass der M3 nicht von der Seite holen kann, der Sturmpanzer auch in der Zeit weg. Und jetzt wieder zum M3, ich eigentlich der auch noch liegt. Verstanden, Geschütze, das war ja mein Geschütz verlegt, ein bisschen Geschützverschluss beschädigt. Selbst mit beschädigten Geschütz noch in Brand geballert. So, im Panzer 3 bin ich vorgefahren. Ich wusste natürlich, dass der mich zwar durchschlagen kann, dass die Chance dafür bei er ein bisschen unrealistisch ist, weil er ist ja hat nicht so eine starke Penetration. Den habe ich erstmal gemacht. Hätte auch anders gehen können, wenn er mich richtig getroffen hätte, hätte ich mich aber liegen können. Und da kommt wieder diese scheiß Ase von hinten, die ich diesmal auch endlich erlebe. Da war es endlich. Das kleine Fußvieh liegt. Ja, kommt noch eine Stuck, die kriege ich aber leider nicht mehr. Ja,
10 Abschüsse, 6 Abschusshilfen und das, obwohl ich habe ja schon mal gezeigt, wo ich ja auch mit dem letzten Panzer mal aufgeräumt habe, 2 Panzer waren weg und ich hatte diesmal schon 3 Kills, nicht wie beim letzten Mal, wo ich glaube ich gar nichts hatte mit den ersten beiden Panzern, und ich, nein, ist ja real. Auf jeden Fall mit den letzten Panzer kann man auch ordentlich noch aufräumen. Das wollte ich nur mal zeigen. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss.